We'll be right back.
We'll be right back.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung, heute aus der Infostelle Morsleben. Ich freue mich, dass Sie uns im Rahmen der Salzigen Tour auf der zweiten von insgesamt drei virtuellen Rundgängen durch das Endlager begleiten. Unter dem Motto »Sehen, was sonst niemand sieht« begleiten Sie uns bei einer Befahrung noch unter Tage und sehen Bilder, die Sie auch sonst bei uns vor Ort nur selten zu Gesicht bekommen können. Diese virtuelle Tour des heutigen Tages trägt das Thema Gelbe Fässer, radioaktive Abfälle im Endlager Morsleben. Und Sie werden bei unserer Tour begleitet von meinen Kollegen Kerstin Fiola und Thorsten Kniep. Kerstin Fiola ist im Endlager tätig im Bereich Strahlentechnik. Sie ist die Leiterin Endlagerüberwachung, Diplom-Ingenieurin für Strahlentechnik. Und mein Kollege Thorsten Kniep ist Ansprechpartner bei uns in der Infostelle und gelernter Diplom-Bergbauingenieur. Während der Tour freuen wir uns jederzeit über Fragen von Ihnen. Die können Sie gerne telefonisch stellen unter der eingeblendeten Nummer 039050979931. Sie haben auch die Möglichkeit, Fragen per Mail zu senden an info-morsleben@bge.de oder auch über unseren Live-Chat im YouTube-Kanal. So, und damit würde ich auch das Wort direkt schon an meinen Kollegen Thorsten Kniep übergeben. Thorsten, du hast uns durch die erste virtuelle Tour begleitet, die Anfang August stattfand. Das Thema damals war Bergbau, gestern und heute. Kannst du denn mit dem Thema gelbe Fässer und radioaktive Abfälle direkt daran anknüpfen? Ja, das wäre das Ziel, diese Veranstaltung im Prinzip als Anknüpfung zu sehen zu unserer ersten Veranstaltung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserer zweiten heutigen 83 Grad Live-Tour begrüße ich Sie mit einem herzlichen Glück auf. Ja, meine Kollegin oder Partnerin, Co-Moderatorin Kerstin Fiola ist also, wie gesagt, Leiterin der Endlagerüberwachung hier im Betrieb, aber sie ist auch gleichzeitig noch stellvertretende Strahlenschutzbeauftragte des Betriebes und damit sozusagen die höchste Kontrollinstanz, was Sachen des Strahlenschutzes angeht, die es bei uns hier im Betrieb gibt. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, hier uns zu unterstützen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ihr habt andere Tätigkeiten im Betrieb auszuführen eigentlich und dass man sich dann hier vor die Kamera stellt, das ist aller Ehren wert. Schönen Dank. Gerne. Ja, wer uns also, wie gesagt, geführt,
gefolgt ist auf der ersten Live-Tour, der weiß das noch. Wir haben den aktiven Bergbau beleuchtet. Wir haben 70 Jahre Bergbaugeschichte uns angeschaut, die vor dem Thema Endlagerung stand. Diese Zeit endete im Jahre 1969. Und daran, wie gesagt, wollen wir anknüpfen. Das Thema hatte meine Kollegin ja schon genannt, gelbe Fässer, radioaktive Abfälle im Endlager Morsleben. Begleiten Sie uns auf dem Weg der radioaktiven Abfälle, von der übertägigen Anlieferung der Abfälle bis hin in die Einlagerungskammer. Das wollen wir Ihnen anhand der virtuellen Tour heute versuchen zu zeigen und nahezubringen. Wir steigen also ein mit dem Startbildschirm, wie wir es also auch, wie wir ihn noch kennen vom letzten Mal, ja, also mit einem Luftbild unserer sehr schönen Gegend, um erstmal die Zuschauer auch mitzunehmen, die beim letzten Mal noch nicht dabei waren. Machen wir mal einen Rundumblick. Wir schauen uns mal an, wo liegt dieses Endlagerbergwerk, nämlich hier im wunderschönen Allertal. Hier hinten entlang der Baumreihe, da verläuft die Aller. Direkt in der Ortslage Morsim oder am Rand der Ortslage Morsim gelegen. Und zur Orientierung, hier haben wir praktisch die Bundesstraße 1, die also von Magdeburg kommend sich hier durch das Allertal schlängelt und dann weiterführt in Richtung Braunschweig. Und übergeordnet sehen Sie hier am Horizont den Verlauf der Bundesautobahn 2. Ja, also verkehrstechnisch gut angebunden. Und hier haben wir die Zufahrt zum Betrieb. Und das ist jetzt das Betriebsgelände. Wenn wir uns das anschauen, das Betriebsgelände von Weitem anschauen, da können wir eigentlich wenig entdecken, eigentlich gar kaum noch was entdecken, was auf den alten Salzbergbau zu schließen lässt. Also es gibt nicht mehr viel zu sehen. Unser altes Uhrentürmchen ist fast das Einzige, was übergeblieben war. Wir haben zu verzeichnen, dass praktisch das gesamte Betriebsgelände neu gestaltet wurde. Aber gehen wir noch einen Schritt zurück. 1969, der Steinsalzbergbau im oberen Allertal wurde beendet. Ich sage mal, in der Region entstand sicherlich eine größere Unsicherheit. Was geht hier weiter? Was wird überhaupt mit dem Betriebsgelände passieren? Es hätte sicherlich eine Schließung der Grube angestanden. Aber das fällt in die Zeit, wo man also, ja, ich sag mal, weltweit sich mit dem Thema Endlagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen oder überhaupt von radioaktiven Abfällen beschäftigt hat. Und in der DDR stand natürlich genauso dieses Problem an. Und man hat damals, Ende der 60er Jahre bereits begonnen zu schauen, gibt es ehemalige Bergwerke, die man nachnutzen kann für die Endlagerung. Und da standen ursprünglich mal 10 Bergwerke zur Auswahl. Hier bei uns als nördlichster Standort, aber im Raum Staßfurt weiterhin, im Südharzbereich, aber auch unten an der Werra. Also alle bekannten Kali- und Steinsalzreviere kamen mit einzelnen Bergwerken in Frage. Und letztendlich hat man sich Anfang der 70er Jahre hier für den Standort in Morsleben entschieden. Und damit war klar, okay, also dieses Bergwerk hat also auch noch eine Perspektive. Und das ist jetzt immerhin 50 Jahre her. Gut, also alles, was wir über Tage sehen, oder fast alles, ist also sozusagen neu geschaffen worden, mit dem Ziel, Infrastruktur so herzurichten, wie man sie für die Endlagerung braucht. Also wir werden auch sogar manchmal gefragt, das geht sogar manchmal so weit, dass wir gefragt werden, was steht denn da am Rande des Ortes für ein Hochhaus? Das ist natürlich kein Hochhaus. Das hier ist unser Förderturm auf dem Schacht Bartensleben. Gucken wir mal etwas näher ran. Und da sehen wir dann das gesamte, oder den wichtigsten Teil des Betriebsgeländes mit den Verwaltungseinheiten, mit den mechanischen, elektrischen Werkstätten, aber als Kernstück natürlich die Schachtfördertechnik im Schachtförderturm oder im Förderturm. Vorgelagert die Containerhalle, da gehen wir gleich sowieso noch näher drauf ein, auch speziell in den 70er Jahren errichtet für die Annahme der radioaktiven Abfälle. Gut, wir haben also auch selbst hier noch sehen wir die roten Tore, also wir haben eine eigene Werkfeuerwehr,
alles, was man also in einer Infrastruktur braucht, um so ein Endlagerbergwerk zu betreiben. Vielleicht noch mal ganz kurz ein Blick auf die Hauptzufahrt. Die ist also hier. Und dann kommt man hier in das Betriebsgelände. Gut, was ist auffällig? Hier haben wir natürlich eine Einfriedung, wie das in jeder kerntechnischen Anlage hat. Aber innerhalb des Betriebsgeländes haben wir also eine weitere Einzäunung. Und das innerhalb dieser Einzäunung, das ist der sogenannte Kontrollbereich. Ja? Und der gesamte Betrieb ist eigentlich zweigeteilt in einen sogenannten konventionellen Bereich und hier den Kontrollbereich. Ja, Kerstin, Kontrollbereich. Warum braucht man einen Kontrollbereich? Der ist ja hier nur ganz speziell eingerichtet worden. Wozu braucht man Kontrollbereiche? Genau. Kontrollbereiche werden eingerichtet, um mit radioaktiven Stoffen umgehen zu dürfen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Bereiche, es gibt Überwachungsbereiche, Kontrollbereiche ist dann noch eine Sicherheitsstufe schärfer, was hier ist. Diese Bereiche müssen eingezäunt werden, der Zugang ist begrenzt, also es darf nicht jeder den Kontrollbereich betreten. Zur Abgrenzung vielleicht nochmal, ich habe hier ein schönes Schild. An jedem, am Zaun ringsrum hängt so ein Schild mit Kontrollbereich, das Flügelrad, was man so kennt als Zeichen für Radioaktivität und eben der Schriftzug für den Kontrollbereich. Ja, und im Kontrollbereich ist es eben auch so, dass die Personen dort dann überwacht werden müssen und auch die Luft, die Kontamination, also die Oberflächen, alles Mögliche wird speziell überwacht, ja. Was eben beim normalen Betriebsgelände, wo nicht mit radioaktiven Stoffen umgegangen wird, eben nicht notwendig ist. Ja. Genau. Also Kernsatz sozusagen, überall, wo mit radioaktiven Stoffen umgegangen wird, ist ein Kontrollbereich einzurichten. Genau. Der eine oder andere kennt das vielleicht aus dem privaten Bereich, wenn er mal in einer radiologischen Klinik war. Da werden ja auch Kontrollbereiche eingerichtet, manchmal die temporär sind, einfach weil die die Präparate, die da verwendet werden, eine ganz kurze Halbwertszeit haben oder die Präparate auch wieder entnommen werden. Wir hier im Morsleben haben einen ständigen Kontrollbereich, einen dauerhaften ständigen Kontrollbereich. Der ist bei uns in der Betriebsgenehmigung so festgeschrieben. Genau. Ja, wir würden ihn ganz gerne mal verändern. Das ist aber mit den entsprechenden juristischen Anträgen oder nur mit juristischen Anträgen möglich. Gut, also wir wollen heute in den Kontrollbereich gehen. Wir waren ja bei der letzten Tour auf den oberen Sohlen. Und hier hört zum Kontrollbereich noch dazu der Bereich der vierten Sohle. Und da wollen wir uns heute hinbewegen. Ja, der Weg ist ganz ähnlich wie beim letzten Mal. Wir gehen natürlich als erstes Mal hier in das Kauengebäude, ziehen uns um. Was allerdings auch eine Neuerung ist, so ungefähr seit einem Dreivierteljahr. Denn früher war es, jetzt sage ich mal mit meinen Worten, noch verschärfter. Wenn man den Kontrollbereich betreten wollte, musste man sich komplett umziehen. Richtig. Also komplett entkleiden, bekam im Kontrollbereich eigene Sachen. Das haben wir also genehmigungsrechtlich uns die Genehmigung eingeholt, dass wir jetzt mit den Arbeitssachen in den Kontrollbereich reingehen dürfen. Der Kleiderwechsel ist in der Form nicht mehr notwendig, was natürlich schon eine Vereinfachung des Betriebsgeschehens mit sich bringt. Weil das Kontaminationsniveau im Kontrollbereich einfach so niedrig ist, dass das nicht mehr notwendig ist, sich wirklich komplett umzuziehen. Gut, das Umziehen ersparen wir unseren Zuschauern, würde ich mal sagen. Wir nehmen genau wie beim letzten Mal die Utensilien mit, die wir für den Bergbaubereich gebraucht haben, also den Sauerstoff-Selbstretter, die Lampe. Wir nehmen unsere Fahrmarke. Aber wenn wir jetzt den Kontrollbereich betreten wollen, brauchen wir hier noch weiteres. Das haben wir auf den oberen Sohlen nicht. Denn wir müssen ja wir müssen ja die Personen irgendwie überwachen. Genau. Und zur Personenüberwachung nehmen wir unsere Dosimeter mit. Da habe ich auch mal welche mitgebracht. Da haben wir zum einen ein elektronisches Dosimeter. Da kann man dann den Wert der Dosis, die man erhält, direkt ablesen. Und dort sind auch Warnschwellen eingestellt. Also wenn man jetzt doch einen Bereich erhöhter Dosisleistung betreten würde, würde das Gerät einen auch warnen, so. Bitte schnell den Bereich verlassen. Hier ist erhöhte Dosisleistung. Und dann haben wir noch ein amtliches Dosimeter. Das wird von einer amtlichen Messstelle ausgewertet. Da wird aber quasi die Dosis über einen Zeitraum von einem Monat gesammelt. Da hat man keine direkte Anzeige.
Deshalb beides in Verbindung. Damit ist die Person dann abgesichert. Gut, die amtlichen Dosimeter, die werten wir ja nicht mehr selber aus. Genau. Die schicken wir ein. Ja, die werden in einer, ich weiß jetzt gar nicht, welche Stelle das genau macht. In Berlin an der amtlichen, in der LPS. Hm. Ja, okay. Genau. Die werten das für uns aus. Also da hat man also auch nicht mal Möglichkeiten. Da kriegt man die Werte zurück. Genau. Sagen. Die betrieblichen Dosimeter, die werten wir selber aus. Und die Daten. Sofort quasi. Ja. Ja. Okay. Muss man sich mal einlesen und wieder Gut. auslesen beim Verlassen. Die gleichen Strahlenarten? Ja, das sind beide, die sind beide empfindlich für Gamma-Dosisleistung. Mhm. Was für uns im Kontrollbereich des ERAM auch die vorrangige Strahlenart ist, mit der wir rechnen. Genau. Okay, vielleicht. In anderen Bereichen tritt eben auch Beta-Strahlung als Direktstrahlung auf, aber das ist für uns nicht so relevant. Okay, ich würde sagen, jetzt machen wir uns langsam mal auf, weil, wie beim letzten Mal auch, die Seilfahrten warten hier nicht. Wir springen mal gleich bis in die Containerhalle. Und da haben wir schon gleich den Blick auf den Förderkorb, leider ein bisschen verdeckt durch das I hier hinten. Aber hier hinten werden wir gleich also zum Schacht gehen und uns auf das Fördergestell stellen. Wir sind beim letzten Mal mit der oberen Etage des Fördergestells eingefahren, nämlich die Sohlen 1, 2 und 3 haben wir da erreicht. Und heute steigen wir auf die untere Etage auf. Aber wenn ich auf die Uhr schaue, wir haben noch ganz kurz Zeit, uns hier auch noch mal ein bisschen umzuschauen. Wir blicken jetzt also mal in die Richtung, aus der wir eben gekommen sind. Hier oben hängt noch unsere Drohne, wie wir gerade sehen. Das ist also der Zugang. Und hier kamen also auch früher die radioaktiven Transporte an. Die LKWs haben die Haupteinfahrt passiert, wurden dann hier eingelassen in die Containerhalle. Und jetzt sehen wir hier mal einen solchen Container, in den die Fässer eingestapelt waren. Das ist also ein normaler straßengängiger Container, zumindest rein äußerlich, der natürlich entsprechend gekennzeichnet war mit Gefahrgut, Transportschildern und Ähnlichem. Der kam also hier rein, dann wurde der Container fand noch eine Eingangskontrolle okay, statt. Okay, wir genau. haben also vorher kontrolliert, was dort tatsächlich ankam. Ja, Papiere genau. gesehen vom Abfalllieferanten. Und das war dann sicherlich eure Aufgabe, da zu schauen, stimmt das? Oder? Genau, ja. Es gab da ja auch schon Dosis-Leistungsangaben. Ja, das ist zum Beispiel eine physikalische Größe, die der Strahlenschutz kontrolliert, die Dosis-Leistung. Oder auch Kontaminationsmessungen wurden schon gemacht. Genau. Hm. Und dann wurde erst entladen, wenn der okay. Abgleich Dann durfte er erst rein. Also mir persönlich ist jetzt kein Fall bekannt, dass man einen LKW zurückgeschickt hätte. Wahrscheinlich nicht. Ja, weil ich denke mal, die Lieferanten haben das entsprechend auch ja ordentlich gemacht. An der Stelle habe ich schon eine erste Zuschauerfrage. Und zwar, wenn man sich die Containerhalle anschaut, dann sieht man ja auch Gullideckel. Heißt das, wenn es geregnet hat und es kam Regen auf die radioaktiven Fässer, dass dann dieses Wasser einfach so ins Grundwasser ablaufen konnte? Ja, also der Zuschauer nimmt jetzt hier unsere Moderation vorweg, aber das ist ja nicht schlimm. Wir sehen tatsächlich diese Decke und wir sehen natürlich auch, dass die Containerhalle an einer Seite offen ist. Mhm. Ja, es ist ja sozusagen der zentrale Umschlagplatz gewesen für die Abfälle, und er ist offen. Alles, was wir aus einem Kontrollbereich abgeben, alle Medien, alle Stoffe müssen überwacht werden. So, und wir haben tatsächlich den Fall gehabt, dass also Schlagregen hier reingekommen ist, dann ist der Boden entsprechend versiegelt gewesen und das Wasser sammelt sich hier in diesen Gullis und wird aufgefangen und in einen separaten Behältern gestapelt. Genau. Ja, was dann da später mit passiert, da kommen wir nachher sowieso noch zu. Das ist also okay. ein ganz guter Hinweis, ja. denn wir müssen diese Wasser reinnehmen. Also es fließt nicht einfach so ins Grundwasser ab. Es wird wirklich in einer sogenannten speziellen Kanalisation, die extra dafür angelegt wurde, fließt es in Tanks wird dort erstmal gelagert. Darf ich noch eine Frage stellen, bevor wir dann gleich unter Tage fahren können? Ich weiß, die Seilfahrt kommt gleich, aber noch bei der Anlieferung ging es gerade darum, dass die Dosisleistung gemessen wird und eine Kontaminationsmessung stattfindet. Wo ist denn da der Unterschied?
Also eine Kontaminationsmessung ist, wenn man die Oberfläche eines Gegenstandes bewertet. Also der Container kam, es wurden Wischproben, sogenannte Wischproben genommen. Das heißt, gibt unterschiedliche Medien, damit wird der Container abgewischt und dann in einem extra Aktivitätsmessplatz ausgewertet. Dort kriegt man dann die Einheit Becquerel pro Quadratzentimeter ausgewiesen und die Dosis Leistung ist eben die Strahlung, die von dem Container wirklich vor Ort abgegeben wird, die die Person direkt abkriegt und die wird mit, jetzt zeige ich es doch schon mal, ich wollte es erst später zeigen, aber ja. wird mit so einem Dosis-Leistungs-Messgerät gemessen. Hier ist auch eine Telesonde dran, die kann man auch noch weiter ausziehen, sodass man eben auch genügend Abstand zu dem strahlenden Material hat und hier den Messwert ablesen und der wird in Mikrosievert pro Stunde angegeben. Also es sind zwei unterschiedliche Messgrößen. Okay, gibt es auch unterschiedliche Grenzwerte für. Ja. Okay. Ich denke mal, das Thema Strahlenschutz oder überhaupt Strahlenmessung, Grundsätze vom Strahlenschutz, da könnte man eine eigene Sendung drüber machen, oder? Ja, okay, also hier steht tatsächlich im Moment noch ein Container da. Die werden nicht mehr gebraucht, wenn diese Container kontaminiert sein sollten, was wir auch hatten schon, dann werden sie letztendlich zerteilt und als radioaktive Abfälle bei uns in der Grube entgelagert. Wenn sie aber kontaminationsfrei sind, dann können sie auch freigegeben werden. Richtig. Und freigeben ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe, die ihr habt. Freigabe nicht nur Container, sondern alle Materialien. Alles, alle Materialien, die im Kontrollbereich sind oder waren und wieder rauskommen sollen, müssen vorher freigegeben werden. Das heißt, müssen einer Messung unterzogen werden und diese Messung muss auch von der Behörde dann abgesegnet werden, dass das alles in Ordnung war und dass der Stoff dann wieder aus Betriebsgelände oder sogar noch weiter wieder rausgegeben werden kann. Also ein Riesenaufwand. Ja. Eigentlich. Aber gut, wenn das nicht wäre, bräuchten wir keine Kontrollbereiche, dann bräuchten wir eigentlich auch kein Endlager. Ja, schauen wir uns noch mal ganz kurz um. Bloß vielleicht noch zur Ergänzung. Hier oben, also die alte, nicht alte, stimmt nicht, Entschuldigung, die Brückenträger-Krananlage, bis zu 30 Tonnen, konnten eben hier früher die Container entladen und dienen natürlich heute noch dazu, alle großen Teile und Anlagen, die wir unter Tage brauchen, umzuschlagen. Denn das ist sicherlich auch nochmal eine Herausforderung. Wir haben leider technisch nur die Möglichkeit, große, sperrige Anlagenteile oder Maschinen über diese Containerhalle in den Schacht zu bekommen. Genau. Und da müsst ihr dann natürlich, da wird es dann geschleust. Und das ist natürlich wieder Aufwand, den ihr da habt, um auch hier natürlich nachzuweisen, selbst wenn ein Teil nur den Kontrollbereich passiert und dann trotzdem auf der ersten oder zweiten, dritten Sohle gebraucht wird, muss er trotzdem wieder freigegeben werden oder freigemessen werden. Ja. Geschleust werden. Geschleust werden. Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, dass es nicht kontaminiert wird auf dem Weg durch den Kontrollbereich. Genau. Wobei die Chance eben sehr gering ist. Die Chance ist sehr gering, ja. Gut, jetzt aber Seilfahrt nach Untertage. Ich glaube, wir sind doch schon gut vorangekommen. Wir sind auf einem Schlag gleich auf die vierte Sohle gesprungen und schauen hier auf das Füllort der vierten Sohle. Das ist der Punkt, wo also früher auch die radioaktiven Abfälle ankamen. Wir können auch hier mal ein bisschen näher rangehen und sehen im Prinzip hier eine recht großflächige Schachtscheibe, auf der wir eben auch größere Teile transportieren können. Und wie das früher aussah, das schauen wir uns mal auf einem Bild an. Ja, das ist also der Antransport eines Anhängers, auf dem 12 Fässer geladen sind. Und jetzt wird eigentlich auch erst im Nachhinein klar, wozu braucht man die Containerhalle. Sie sehen ja hier den Schachtquerschnitt. Ich sage mal, für einen Schacht wie bei uns ist es doch schon recht groß. Aber einen Großcontainer kriegt man natürlich damit nicht transportiert. Und damit war natürlich der Umschlag über Tage notwendig. Und man musste die Fässer erstmal auf förderfähige Anhänger stapeln. Ja, hier wurden die dann abgezogen über die sogenannten Schwenkbühnen, die ermöglichen also einen höhengleichen Ablauf des Hängers in Richtung Grube, damit nicht aus Versehen
irgendjemand mal mit einem Fahrzeug, warum auch immer, Bremsenversagen oder was auch immer man sich vorstellen kann, in den Schacht fährt, sehen wir hier einen massiven Balken. Der hier ist ein Stahlbalken, der hier vor quer angeordnet ist. Und der senkt sich nur dann ab, wenn tatsächlich auch der Förderkorb davor steht. Gut, hier kamen also die radioaktiven Abfälle an. Ich hatte vielleicht noch vergessen zu sagen, vierte Sohle, wir sind jetzt auf einer Tiefe von 500 Meter. Das ist also auch die tiefste bei uns nutzbare Sohle, die wir hier haben. Und alle Abfälle und Einlagerungsbereiche sind dieser Sohle hier zugeordnet. So, das naheliegendste ist dann das Westfeld. Das ist unser erster Einlagerungsbereich. Da können wir schon fast hingucken, wenn wir uns einmal drehen hier am Schacht. Und da würde ich sagen, da gucken wir auch als erstes hin. Da gucken wir hin. Und dann sehen wir das vielleicht berühmteste Bild von uns, weiß ich nicht, ob es nämlich das Einlagerungsfeld Westfeld. Und hier, das ist also ein ganz aktuelles Bild, sehen wir heute noch gelbe Fässer stehen. Ja? In allen anderen Einlagerungsbereichen können wir das so nicht mehr sehen, aber hier ist es noch so. Das Westfeld ist allerdings auch nur noch in dieser Kammer offen. Alle anderen Abbaue, hier gab es also eine ganze Reihe mehr Abbaue, die dahinter liegen, sind bereits verfüllt. Die Betriebsgenehmigung sagt, wenn die Einlagerung abgeschlossen ist, dann sind diese Bereiche abzumauern oder abzutrennen vom restlichen Grubengebäude. Und das sehen wir hier nur angedeutet, hier oberhalb der Fassreihe sehen wir die Reste einer Mauer. Und dahinter sind praktisch die Abfälle, die früher hier extern angeliefert wurden. Ja, wenn die Kammer gefüllt ist, wird sie abgemauert. Aber es gibt eine weitere Bedingung in der Betriebsgenehmigung. Die Resthohlräume sind dann zu verfüllen. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild hier. Man kann sich noch so anstrengen und ein guter Gabelstaplerfahrer sein. Es bleiben immer Lücken. Wir kriegen natürlich diesen Hohlraum nie zu 100% gefüllt, einfach aufgrund der Geometrie. Und auch wenn die Fässer nebeneinander stehen, und, ja, die sind ja rund, sind dazwischen auch Hohlräume. Im Betrieb sagt man, das sind die Zwicke. Ja, und auch diese müssen verfüllt werden. Dazu hat man sich einer Technologie angenommen, nämlich das Verblasen von Braunkohlenfilteraschen. Filterasche, die aus den Kraftwerken kam, also aus den Braunkohlenkraftwerken natürlich, sehr trocken, sehr fließfähig. Und wenn man die mit Luft transportiert, dann fließt das wie Zement. Also wenn man so einen Sack Zement auskippt, der läuft dann auch besonders wo, wenn er schön trocken ist. Dieses Prinzip wurde hier also genutzt. Und die restlichen Hohlräume werden über diese Rohrleitung, die hier oben noch sichtbar sind, dann mit Braunkohlenfilterasche verblasen. Die entsprechend zugehörige Anlage sehen wir hier auf der Rückseite, auf der anderen Seite. Die wurde also hier eingefüllt, Druckluft aufgegeben und dann wurde der Abbau vollgeblasen. Gut, das, was wir jetzt hier sehen, sind aber unsere eigenen Abfälle. Richtig. Ja, das sind also sogenannte Eigenabfälle. Wir müssen vielleicht noch mal ein ganz bisschen ausholen. Das ist mir vorhin eigentlich durchgerutscht. Die letzte Einlagerung hier fand im September 1998 statt. Bis dahin wurden hier radioaktive Abfälle eingelagert. Dann wurde das Endlager beklagt. Es gab ein formales Verfahren gegen den Betrieb des Endlagers. Und das Gericht in Magdeburg hat gesagt, ich erhebe erstmal eine einstweilige Verfügung auf den Stopp der weiteren Einlagerung. Da ging es um die Nutzung des Ostfeldes. Das können wir nachher noch mal etwas vertiefen, wenn wir dann im Ostfeld sind. Letztendlich hat es dazu geführt, dass dann der damalige Betreiber in Absprache mit dem BMU die Einlagerung externer Abfälle, das ist jetzt an der Stelle wichtig, externer Abfälle untersagt hat. Nicht untersagt hat, sondern hat, schließen die Einlagerung hier ab, wir nehmen keine externen Abfälle mehr ein. Und daher ist das, was wir hier sehen, alles eigene Abfälle. Die entstehen können bei Dekontaminationsmaßnahmen und Ähnlichem. Ja. Ja. Oder Stoffe, die ihr
nicht gut freimessen könnt, wo der Aufwand des Freimessens einfach zu groß wäre, wo auch kein großer stofflicher Wert hintersteckt, wird letztendlich als radioaktiver Abfall deklariert und dann hier eingestapelt. Genau. Also die wir hier sehen, sind alle seit 1998 dazugekommen. Vorhin hatten wir ja schon das Thema Großcontainer. Was passiert, wenn die kontaminiert sind oder überhaupt größere Teile? Dann werden die eben zerlegt. Und hier zum Beispiel hier hinten sehen wir auch eigene Abfälle. Das sind dann große sperrige Abfälle, die werden entsprechend verpackt. Genauso dokumentiert wie die Fässer, die wir hier eingelagert haben und dann hier eingestapelt. Ja, hier ist jetzt der Abbau abgesperrt. Heißt das, wir dürfen da gar nicht mehr rein? Nicht sicherlich ohne nicht. Genehmigung nicht des SSB. Ja. Genau. Also es ist nicht so, dass der Zutritt völlig verboten wäre, sondern nur unter bestimmten Bedingungen. Genau, begrenzte Aufenthaltszeit zum Beispiel. Nur reingehen, wenn man wirklich dort drin was zu tun hat, wie zum Beispiel Fässer einstapeln. Oder sind ja auch markscheiderische Aufgaben zu machen, teilweise. Dann dürfen auch Leute den Abbau betreten. Ansonsten nicht. Es ist einfach eine Vorsorgemaßnahme, sage ich mal. Die Grundsätze des Strahlenschutzes sind ja, wir halten genügend Abstand. Das macht man bei Corona auch. wir verringern die Aufenthaltszeit. Genau. Und ja. Oder wir haben eine Abschirmung. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Aber zumindest diese beiden Grundsätze wären hier einfach dadurch realisiert, dass man sagt, regulär ist der Abbau nicht zu betreten. Er muss natürlich betreten werden, wenn weitere Fässer eingelagert werden oder, wie du sagtest, auch für Vermessungsarbeiten oder sowas. Kontrolltätigkeiten. Genau. Gut. Westwelt, hätten wir noch was? Fällt dir noch was ein? Nein, ich denke, wir haben noch viel vor uns. Wir können. Okay. Ich habe noch eine Frage, die gerade per Telefon reinkam, und zwar, warum muss das jetzt tatsächlich konkret nochmal mit Braunkohlefilterasche verfüllt werden, weil es steht auch so schön ordentlich da. Wenn irgendwann der Bedarf bestehen sollte, dass man da im Nachhinein nochmal ran muss und dann ist es verfüllt, das ist doch schlecht. Ja, also das beruht auf der Dauerbetriebsgenehmigung, aber die haben sowas natürlich nicht reingeschrieben, weil sie es einfach ausgedacht haben, sondern im Wesentlichen will man einfach den Sauerstoff um das Fass herum entziehen. Und damit ist das eine Brandschutzmaßnahme. Genau. Ja? Also da, wo kein Sauerstoff ist, kann auch kein Brand entstehen. Das war mal der Gedanke, der dahinter steckte. Unsere Fässer, unsere Abfälle, die wir hier einnehmen, sind ja per Bedingung sowieso nicht brennbar. Aber es ist einfach eine Vorsorgemaßnahme, um da also auch weitere Gefährdungen irgendwie ausschließen zu können. Genau. Und so ein Endlager ist eigentlich auch nicht dafür gedacht, die Abfälle wieder rauszuholen. Ja. Muss man so sagen. Gut. Schauen wir uns einmal um. Und dann geht's zurück zum Schacht. Ja, ich sag mal, die nächsten Etappen wären Richtung Südfeld. Das ist nicht so weit. Ich würde sagen, wir gehen mal zu Fuß. Wir gehen zu Fuß. Brauchen wir heute nicht. Noch kein Fahrzeug nehmen. Auf dem Weg in Richtung Südfeld, dem zweiten Einlagerungsbereich, den wir Ihnen heute zeigen wollen, kommen wir an unserer Werkstatt vorbei. Wir haben also auch hier auf der vierten Sohle eine Werkstatt, die auf der zweiten Sohle haben wir beim letzten Mal gesehen, die ist etwas größer. Aber auch hier der eigentliche Grund, warum betreibt man zwei Werkstätten, einfach um den Verkehr von Waren, von Massen, von irgendwelchen Stoffen zwischen dem Kontrollbereich und dem Nicht-Kontrollbereich zu reduzieren. Ja. Sodass, wenn wir hier einen Defekt an den Fahrzeugen haben, dann würden wir die natürlich hier reparieren und nicht erst über Schleusung zur zweiten Sohle bringen und dort reparieren. Hier sehen wir sogar mal ein Zugfahrzeug, mit dem früher die radioaktiven Abfälle transportiert wurden, einen sogenannten Taurus. Ja. Und hier sehen wir unter anderem auch, wie entsteht radioaktiver Abfall. Gut, an der Stelle muss ich sagen, noch nicht. Dort sind es erstmal nur Sammelbehälter, ja. Wo auch danach nochmal in freigebbar und nicht freigebbar getrennt werden kann. Die Fässer, wo dann wirklich der Abfall drin ist, die sind ständig verschlossen und dort wird auch dokumentiert, was dort reingekommen ist. Mhm. Da muss auch immer ein
eine Strahlenschutzfachkraft dabei sein. Und es gibt dafür spezielle Orte, wo die stehen. Genau. Und hier an der Stelle wird wirklich erstmal vorsortiert und dann kann der Strahlenschutz sagen, okay, das ist freigebbar, das könnt ihr uns einen Antrag stellen und dann kümmern wir uns drum. Genau. Okay. Kann man sich ja vorstellen, gerade in so einem Werkstattbetrieb fallen ja doch Stoffe ein. Ja, ich sag mal, wenn irgendwelche Bauteile gesäubert werden müssen, vom Öl befreit werden müssen, dieser Schmutz, der daran entsteht, ja. Das ist ja auch kein Wertstoff, den man wirklich irgendwo anders haben will. Genau. Ja, und der Aufwand, dies freizumessen, ist eben doch recht hoch. Und so entsteht eben auch eigener betrieblicher Abfall. Genau. Gut, gehen wir mal ein Stück weiter. Nochmal einen Blick in den Rest der Werkstatt. Und dann gehen wir also ins Südfeld. So, das Südfeld der vierten Sohle. Wir haben ja eben einen Einlagerungsabbau gesehen, in dem wir also auch reingucken konnten, in dem die Fässer eingestapelt waren. Hier im Südfeld war ein etwas anderes Prinzip. Wir sind hier in der Versturzstrecke über Abbau 1, wie es so schön heißt. Und das heißt, der eigentliche Einlagerungshohlraum, der befindet sich hier unterhalb dieser Sohle. Da hat man also eine Strecke über einen Abbau drüber weg angelegt, um, ja, jetzt schon fast das böse Wort, Abfälle zu verstürzen. Das sah mal früher so aus. Oder ich würde erst noch mal erläutern. Diese Einlagerung ist also abgeschlossen. Ja. Der Abbau, der hier drunter ist, ist verfüllt. Auch der Resthohlraum ist gemäß Dauerbetriebsgenehmigung aufgefüllt. Auch hier haben wir Braunkohlenfilteraschen wieder eingebracht. Und als Verschluss braucht man ja dann hier keine Mauer setzen, sondern da wurden, wir sehen es hier im Boden, dieses etwas hellere, diesen helleren Beton, da wurden diese Versturzschleusen mit Beton verschlossen. Genau. Und früher sah das so aus. Das ist wahrscheinlich jetzt wirklich eins der berühmteren Bilder, wenn man früher über Morsheim berichtet hat, wurde oft diese Versturzschleuse hier gezeigt. Wir sehen also hier einen Fasscontainer, in dem das Fass drinsteckt. Genau. Und dann konnte man den Fasscontainer hier aufsetzen, den Boden entschrauben und mannlos das Ganze auf die Versturzschleuse stellen. Und das Fass fiel dann natürlich nach unten durch. Hier übrigens haben wir ja wunderschön neben meiner Kollegin Kerstin ein Modell des FC40 stehen. Zum Glück ist es nur ein Modell, der würde uns sonst hier durch die Decke gehen, weil der wiegt doch einiges, ja? Genau, der blaue hier neben mir. Ja, gerade so im Bild, genau. Das ist also das Gerät, der Container, der hier jetzt am Haken hängt. Genau. Die wurden auch so angeliefert hier, weil dort drinnen befanden sich Abfälle mittelhoher Radioaktivität. Und um die abzuschirmen, sodass das Personal, was damit umgehen musste, nicht zu hohe Dosis-Leistungswerte abbekommen hat, hat man die eben in diese Fasscontainer transportiert, von oben beladen und hier wurden sie dann unten entladen. Und dann konnten sie auch wieder verwendet werden. Ich glaube, das war das Entscheidende, dass man gesagt hat, wir können es ja nicht erlauben, hier hunderte von diesen Gussbehältern einfach zu verstürzen. Wir verwenden die wieder. Das war eigentlich der Hintergrund. Und dass es verstürzt wurde, war letztendlich auch eine Maßnahme des Strahlenschutzes. Ja. Ja, denn das Ganze konnte man mannlos machen. Dort brauchte also niemand direkt am Fass zu arbeiten. Und wir haben mal im Archiv gewühlt und haben tatsächlich auch hier ein älteres Bild gefunden, in dem wir hier in der Sohle mal diesen Abfallkegel sehen. Ja. Hier werden wir also sehr oft gefragt, ja, und dann gehen die Fässer kaputt. Und da kann man nur sagen, möglich, ja, das kann passieren. Es sieht auch nicht schön aus, wenn so ein Fass kaputt gehen sollte. Aber letztendlich ist es als Endlager gedacht, die Abfälle sollen hier verbleiben. Und im Sinne der Langzeitsicherheit, also das heißt, dem Schutz der Biosphäre gegen diese Abfälle, da nehmen wir von dem Fass, das ist ja 2-3 Millimeter Blech, nehmen wir gar keinen Kredit. Das ist eigentlich nur ein Verpackungsmaterial, das Fass. Also genau. Das hat keinerlei
Schutzwirkung. Von daher ist es immer nicht schön, wenn das kaputt aussieht oder verbeult aussieht. Aber für die Zwecke, die man hier verfolgt hat, hat das keine Bedeutung. Ja. Inzwischen sieht man das nicht mehr. Hier hinten ist der erste Salzkegel schon eingebracht. Der Resthohlraum ist dann auch mit Asche aufgefüllt worden, sodass dieser Abbau komplett verschlossen ist. Gut. Den besten Blick hatte, glaube ich, hier der Kollege in der Kranbahn. Der konnte das Ganze nämlich von oben beobachten. Also mit der Kranbahn wurde dann die ganze Entladung vorgenommen, das Umsetzen von dem Behälter auf die Schleuse. Das hat also hier der Kranführer gemacht. Der ist also mit seiner Gondel, sodass er also immer aktuell sieht, was er gerade direkt tut, ohne dass er selber also Hand anlegen muss, mitgefahren. Ja, das war so eine kleine Spielerei unseres Fotografen, der gesagt hat, da muss ich jetzt unbedingt mal ein Bild machen. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? logisch, über die Tür. Das ist ganz klar. Gut, sind wir wieder in der Verstortstrecke selbst. Da oben war die Gondel. Ja. Gut, wir hatten vorhin schon das Thema mit den eigenen flüssigen Abfällen, die praktisch oben in der speziellen Kanalisation entstehen können, aber auch bei Dekontaminationsmaßnahmen. Und dafür haben wir hier eine ganz spezielle Anlage eingerichtet. Denn unsere Endlagerbedingungen sagen, dass wir heute, früher hat man auch flüssige Abfälle bei uns hier eingelagert, auch mit dem Thema Asche und dann versucht, die zu verfestigen. Das hat nicht immer gut funktioniert, von daher ist diese Technologie eingestellt worden. Aber auch heute noch fallen ja oder können noch flüssige radioaktive Abfälle anfallen. Aber recht wenig. Wenig, aber sie fallen an und da müssen wir natürlich uns oder mussten wir uns schon früh Gedanken machen, was machen wir jetzt mit diesen Abfällen? Und da gibt es hier die sogenannte Konditionierungsanlage. So, auch hier vor der Tür der Konditionierungsanlage hängt wieder ein Strahlenschutzschild. Das heißt, reingehen nicht grundsätzlich verboten, aber natürlich nur so, wie es die Kollegen vom Strahlenschutz freigeben. Aber wir haben die Tür einfach mal ein Stückchen weit aufgeschoben und reinblicken. Das darf man auf jeden Fall. Ja. Wir sehen also hier hinten mal so ein Fass stehen. Konditionierung heißt eigentlich ganz trivial oder einfach mal gesagt, es wird Zement in ein Fass eingefüllt, handelsüblicher Zement, und die radioaktiven Flüssigkeiten werden dann hier ganz dosiert dazugegeben. Dann wird das Ganze gemischt und dann gibt es eine schöne Zementmischung. Das Fass härtet aus und so sind im Prinzip die flüssigen Nuklide gebunden und können nicht mehr irgendwo hin migrieren. Und wir stapeln dann die Fässer ganz normal ins Westfeld ein. Ihr macht Produktkontrolle, wenn die dann fertig sind. Ja, wird genau. Nochmal dokumentiert. Richtig. Und dann gehen die, wenn sie dann ausgehärtet sind, ins Westfeld. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, es wird im Moment immer weniger eigentlich, immer seltener. Genau, weil eben einfach kaum radioaktive Flüssigkeiten anfallen. Das meiste, was jetzt so anfällt, das sind Flüssigkeiten an Möglichkeiten zum Händewaschen, die man unter Tage und über Tage im Kontrollbereich hat. Und das wird analysiert und dort sind keine Radionuklide zu finden und deshalb kann es dann abgeleitet werden in die konventionelle Kanalisation. Und deshalb fällt kaum noch was an. Das ist ja auch gut so. Ja. Ja. Abfall vermeiden ist nicht nur im radioaktiven Metier genau. Ja, das Beste. Hier sehen wir übrigens auch nochmal solche Sammelfässer stehen. Genau. Ja. Gut, gehen wir nochmal zurück. Und jetzt müssen wir ein ganz bisschen mal springen. Ich gucke mal auf meinen Bildschirm. Jetzt kommen wir in euer Kerngeschäft. So. Wir haben nämlich unter Tage eine sogenannte Strahlenschutzwarte. Und jetzt sage ich mal mit meinen Worten, aber das sollst du lieber etwas genauer erklären. Das sind nämlich genau eure Räume. Hier läuft alles zusammen, was irgendwie mit Strahlenschutz in der Grube zu tun hat. Würde ich jetzt so als Laie sagen. Kann man so sagen. Mit Ausnahme der Umgebungsüberwachung. Ja, die gibt es noch extra. Das können wir vielleicht nachher noch mal kurz erläutern. Ja. Ja, was macht ihr hier alles? Ja, man sieht hier schon
sogenannte Gammaspektrometer zur nukleidspezifischen Analyse von Proben. Also dort kann man wirklich ganz genau herausfinden, welche Gammastrahler sich in einer Probe befinden und auch wirklich Spuren nachweisen. Das ist sehr empfindliche Messtechnik. Dort werden zum Beispiel wässrige Proben vorgemessen. Oder auch Proben, die bei der Freigabe anfallen, Wischproben, Kratzproben, alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann, was eine bestimmte Größe nicht überschreitet. Man sieht ja, hier sind kleine Messkammern. Aber das ist nicht die einzige Messtechnik, die wir dort haben. Wenn man ein bisschen durch den Raum schwenkt, das ist ja, du kannst mich ruhig dann leiten. Ruhig noch etwas weiter schwenken. Dann sieht man auch die Auswertemessplätze für die zum Beispiel Filter. Oder? Ja, genau, da sind Wischproben-Messplätze beziehungsweise von Kleinstproben, von Kratzproben oder auch Filtermessplätze von der Luftüberwachung. Wir machen ja auch Raumluftüberwachung. Dort werden Aerosole gesammelt auf Filtermaterial, unterschiedliche Zeiträume, Wochen oder Monate. Und die werden dann ausgewertet an diesen Messplätzen. Sieht man, die sind schön mit Blei abgeschirmt, damit man auch möglichst niedrige Aktivitäten nachweisen kann. Das sind diese genau. jetzt. Das sind ja? diese, das genau. Das ist so ein Einschub, wie ich mal gesehen Richtig, habe. Richtig, die kann man rausziehen, ja. diese Einschübe. Dort werden vor allem Wischproben eingelegt. So, und so der etwas, was hier das ist der große, genau, das ist der Filter von der Luftmessung und der ist dann in dem links daneben. Ah ja. Genau, dort werden die ausgewertet. Sonst, was man dort auch sieht, ist mobile Messtechnik, zum Beispiel das Orangene, was auch die ganze Zeit hier schon vor mir steht. Das ist ein Oberflächenkontaminationsmessgerät. Das können wir vielleicht noch mal kurz zeigen, dass ich es in der Hand habe. Genau. Hier unten ist jetzt noch ein Schutz dran. Hier, damit kann man Oberflächenkontamination auch direkt messen. Das heißt, man geht zum Gegenstand hin, bügelt diesen ab, wie wir so schön sagen, weil die Ähnlichkeit ist doch, denke ich, erkennbar zu einem Bügeleisen. Und man macht tatsächlich auch das, was man bei einem Bügeleisen macht. Man geht über die Oberfläche und kann somit die Oberflächenkontamination bestimmen. Genau. Und was auch noch in dieser Strahlenschutzwarte zu finden ist, ist eine Online-Überwachung. Wir machen also ein Monitoring der Raumluft vor den Messkammern. Das ist hinten drin, genau, ja. wo man jetzt bloß in den Raum reinsehen kann. Dort sind eben Bildschirme und dort laufen Daten unserer Messgeräte in den Messcontainern, die vor den Einlagerungskammern platziert sind, auf. Und dort kriegen die Früher hießen sie Dosimetristen, heute sind es Strahlenschutzfachkräfte. Sofort eine Meldung, wenn ein Messgerät nicht funktioniert oder auch wenn eine Überschreitung wäre, was aber wirklich sehr unwahrscheinlich war, ist jetzt, wo alle Kammern abgemauert sind. Und dann können sie sofort reagieren. Das ist sozusagen unsere Raumluftüberwachung. Und mit der Raumluftüberwachung wollen wir eigentlich auch den Arbeitsschutz für die Kollegen genau. garantieren erstmal. Ja. ja, ich sag mal so, wenn wir jetzt hier nicht mal eben an die Fürste gucken würden, würden wir gar nicht merken, dass wir unter Tage sind. Aber hier sehen wir das natürlich noch. Gut. Gehen wir ein Stück weiter. Gehen wir weiter. Oder? Wenn jetzt keine Fragen sind, dann können wir weitergehen. Gut, ich würde mal wieder springen. Und sagen mal, wir gucken mal ins Füllort, denn von jetzt wollen wir noch einmal fahren in Richtung Osten. Moment, das muss mal weg, jawohl. Also der dritte Einnahmungsbereich, den wir hier gerne noch zeigen möchten, das ist das Ostfeld. Das ist aber ganz schön weit. Da hätte ich jetzt keine Lust hinzulaufen. Von daher schönen Dank an die Kollegen von der Grubenwehr. Schau mal, die haben uns ihr Grubenwehr-Auto hierher gestellt. Wunderbar. Ja, dann fahren wir da mit. Auf dem Weg liegt aber noch etwas Besonderes. Unser sogenanntes UMF oder Untertagemessfeld. Oder ja, das sieht auch wieder aus wie so ein Labor schon fast mit einer Kranbahn drin. Große Behälter, große Anlagentechnik,
eine lange Strecke, Untersuchungs- und Messfeld auch genannt. Hier liegen Abfälle, die nach unserer Dauerbetriebsgenehmigung dort eigentlich nicht hätten sein sollen. Die sind zwischengelagert. Sie haben den Status der Zwischenlagerung. Eine Extragenehmigung. Mit einer Extragenehmigung. Und dahinter steckt, hier hat man zu DDR-Zeiten Untersuchungen machen wollen, wie reagiert Salz als Gebirge, als Gebirgskörper auf erhöhte radioaktive Strahlung. Und dazu finden sich hier eine Reihe mehrerer Bohrungen. Und in diesen Bohrungen sind entsprechende Prüfkörper eingebracht und man hat untersucht, also radioaktive Körper, man hat untersucht, wie reagiert das umliegende Salz. Genau. Diese Abfälle sind heute noch vorhanden, aber aufgrund der recht kurzen Halbwertszeit, das sind nämlich Cobalt-60-Quellen, sollen sie im Rahmen der Stilllegung auch hier verbleiben. Das heißt, haben den Antrag gestellt, sie im Rahmen des Stilllegungsverfahrens hier auch zu belassen. Genau. So, sie sind zwischengelagert hier, haben den Status. Zwischengelagerung heißt, Swantje hat es ja eben schon gesagt, ihr übergibt die Abfälle mit Asche, könnt ihr nicht wieder rausholen. Das können wir hier natürlich nicht machen. Im Gegenteil, wir müssen sogar vierteljährlich, ja, genau, nachweisen, dass wir diese Container, Spezialcontainer bergen können. Genau, richtig. Und dafür ist auch diese ganze Technik, die man dort sieht. Die Kranbahn, diese große rote Abschirmring. Denn es wurden ja ziemlich hochaktive Quellen dort in diesen Spezialcontainern. Wir haben sogar ein Modell da. Genau. Schau mal. Also Container klingt ja erstmal ganz gewaltig, aber das ist einer der Spezialcontainer. Hat hier oben also eine Vorrichtung, mit der der Manipulator kann das hier also greifen. Und so können wir diese Container dann wieder nach oben ziehen. Und etwas, was sich Menschen eigentlich ganz schwer vorstellen können, was sind eigentlich radioaktive Quellen? Wie sehen die denn aus? Hier haben wir welche, aber zum Glück im Modell. Sonst würden unsere Geräte hier schon längst verrückt spielen. Aber vielleicht willst du die mal erklären? Ah ja, viel zu erklären gibt es nicht. Die sind relativ klein. Sind wir gleich scharf. Wir sind noch nicht scharf, deswegen kann ich noch nicht erklären. Aber ich sehe mich bloß nicht scharf. Ja, das kommt gleich. Will nicht. Auf jeden Fall sind das kleine, gekapselte Strahler, die eine Menge Aktivität in sich tragen. Die sind hier eingebracht. Also sind es wirklich, meistens ist die Quelle an sich, also das Cobalt 60, nur so ein Mini-Span, also wirklich ein kleines Stück Metall, eingebracht in diese Metallhülsen, Edelstahl. Und die wurden eben zum Beispiel für Bestrahlungen genutzt. Also gibt es ja, um Keime abzutöten, für zum Beispiel alte Gemälde oder sowas. Aha. Oder ja, tatsächlich werden auch alte Gemälde bestrahlt. Sowas. Und die wurden hier eingebracht. Und dann, da die aber sehr hoch aktiv sind, werden auch bei den Rückholversuchen nicht die gesamten Spezialcontainer rausgeholt. Ihr zählt dann auch nicht wir durch? Wir zählen nicht durch, nein. Okay. Das macht keiner mehr, glaube ich. Sondern die werden bis knapp unter Sohlenniveau gefahren. Und dann wird eben auch wieder dieses Dosis-Leistungsmessgerät mit der Telesonde drüber weggehalten. Und anhand des Anstiegs der Dosisleistung kann man dann eben erkennen, dass der Greifer wirklich einen Container gegriffen hat und den bis kurz unter die Sohle transportiert hat. Damit ist nachgewiesen, okay, wir sind fähig dazu, die wieder rauszuholen, wie es die Zwischenlagergenehmigung sagt. Und dann kann er wieder abgesenkt werden. Mhm. Genau. Ja, so. Ganz interessant vielleicht, diese Quellen waren in der DDR verbaut oder eingebracht in Tiefbrunnen. Um Trinkwasser zu bestrahlen. Denn du sagtest ja, der eigentliche radioaktive Stoff, der ist ja eingekapselt in dieses Edelstahlröhrchen, der kommt ja mit dem Wasser nicht in Verbindung. Aber die Strahlung hat man sich zunutze gemacht, um eben die Keime entsprechend abzutöten. Ja.
Aber das hat man dann irgendwann eingestellt. Nun waren die Quellen da und hier wollte man entsprechende Versuche machen. Und so sind diese Container hier also extra hierfür hergestellt worden. Ja, hat das also nachgenutzt sozusagen. Okay. Strahlenschutztechnisch interessante Sache, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es was zu messen bei uns im Endlager. Passend dazu habe ich gerade direkt noch wieder eine Frage reinbekommen. Morsleben ist ja ein Endlager für schwach radioaktive Abfälle und diese zwischengelagerten, sind das also jetzt hochradioaktive Abfälle? Die sind zwar klein, aber kann man sie trotzdem auch mit Brennelementen vergleichen? Nein, mit Brennelementen kann man sie nicht vergleichen. Nein. Kann mich jetzt einfach so. Also man kann sie vergleichen vielleicht mit Prüfstrahlern. Man hat ja in der Industrie viele Anwendungen von radioaktiven Quellen zur Dichtemessung, zu Füllstandsmessungen und Ähnlichen. Das sind ja auch recht hochaktive Strahler, ja. Aber die natürlich in einem Kernkraftwerk völlig wertlos wären. Um die Frage in der Richtung zu beantworten, das wäre im Kernkraftwerk auch völlig wertlos, also als ja. Brennelement oder so überhaupt nicht nutzbar. Also auch nicht hochradioaktiv. Das wäre jetzt eine Definitionsfrage. Ja, das ist jetzt eine Definition. Das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt tatsächlich auch nicht beantworten. Aber sie sind auf jeden Fall hochaktiv im Vergleich zu unseren restlichen Abfällen. Mhm. Ja, das denke ich, können wir auf jeden Fall sagen. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Gut. Ich bin gar nicht hinterhergekommen mit unseren Blättern. Ist vielleicht auch nicht so schlimm. Gut, sind wir also im UMF. Liegt, wie gesagt, also hier drunter befindet sich zum Beispiel ein Bohrloch, hier drunter befindet sich das nächste Bohrloch. Ich weiß nicht, es sind, glaube ich, auch nicht alle Bohrlöcher belegt. Es sind nur zwei, ja? In denen die. Kann ich jetzt auch nicht. Ja, zwei sind es. Gut, jetzt fahren wir also noch ein Stück weiter und dann sind wir im Ostfeld der vierten Sohle. Und so wie beim letzten Mal, muss ich sagen, hier kommt dann unsere virtuelle Tour doch an ihre Grenzen. Also wer das Glück hat und kann hier mal in den Abbau reingehen und die Dimensionen auf sich wirken lassen, das kriegen wir leider, ich sag mal, mit unserem Livestream nicht ganz so hin. Wir können uns ja einfach mal ringsrum drehen. Wir haben mal als Größenvergleich hier unseren Grubenwehr-Auto hergestellt, um mal eine Vorstellung zu kriegen, welche Dimensionen dieser Abbau 2 hier im Ostfeld hat. Drehen wir uns einfach mal langsam um die eigene Achse. Es ist also der Einlagerungsabbau 2 im Ostfeld. Sieht gar nicht nach Einlagerung aus, weil oben Salz genetzt und gesichert, unten auch Salz aufgefüllt. Aber hier ist die Einlagerung letztendlich beendet worden. Jetzt drehen wir uns noch mal bis zum Auto. Nicht schwindelig werden. Gut. Das war also die letzte aktive Einlagerungskammer und um die ging es letztendlich auch im Gerichtsverfahren. Es wurde also aus formalen Gründen bezweifelt, dass dieses Ostfeld genutzt werden darf, laut Dauerbetriebsgenehmigung. Aber dieses Gerichtsverfahren ist in der Form auch nicht zu Ende geführt worden, weil eben der Eigentümer, das Bundesumweltministerium damals gesagt hat, okay, wir beenden freiwillig die weitere Einlagerung. Aber nun wollen natürlich alle wissen, wie sah das aus während der Einlagerung. Und jetzt schauen wir mal in die Sohle unter uns. Und hier haben wir praktisch ein Bild. Das ist sozusagen der letzte Stand 1998. Und hier kann man ganz gut auch erklären, wie die Einlagerung vonstatten ging. Wir sind ja jetzt in einer großen Steinsalzkammer, so wie wir sie beim letzten Mal uns in Natur angeschaut haben. Und diese Steinsalzkammer wurde erschlossen durch eine sogenannte Wendelstrecke, die hier außen herum um den Abbau drumherum führt und alle, ich glaube, 5 oder 6 Meter in der Höhe hat diese Kammer neue Zugänge bekommen und über diese Zugänge konnte man dann die Abfälle hier reinbringen und so ordentlich, wie es hier aussieht, einstapeln. Wenn das erfolgt war, auch hier haben wir natürlich wieder diese berühmten Zwickel, nämlich die Hohlräume zwischen den einzelnen Fässern, die laut Betriebsgenehmigung zu verfüllen sind. Aber hier wurde Salz genommen. Und das sehen wir hier hinten schon. Das gemahlene Salz liegt schon bereit zum Auffüllen der Zwickel. Und nach Fertigstellung einer Einlagerungsschicht, das waren jeweils 3 Fass übereinander,
kam 1,20 Meter Feinsalz obendrauf. Und das ist genau das, was wir eben hier gesehen haben, die Salzsohle unter unserem Fahrzeug. Ja, vielleicht noch, wir bleiben ruhig noch mal ganz kurz hier. In der Zeit ging man mit etwas höher aktiven Abfällen andersrum wie vorher zu DDR-Zeiten. Wir haben mit den FC40 hier eben gerade gesehen. Hier sind sogenannte verlorene Betonabschirmungen eingestapelt. Die sehen wir hier am Rand, diese grauen Behälter. Auch hier haben wir ein Modell bei uns in der Infostelle. Ich weiß nicht, ob wir das hier mal kurz einblenden könnten. Das ist jetzt nur meine Hand. Jawohl. Ja, so sieht also die modernere Form aus der Einlagerung von höher aktiven Stoffen. Hier steckt das Fass in diesem Betonbehälter drin, wurde dann vergossen. Und hier ist die Abschirmung letztendlich der Betonring, während dort drüben ja die Abschirmung in dem Stahlguss war. Ja, dann wurde das Ganze aufgefüllt, so wie wir das hier sehen. Thorsten, warum heißt denn das dann verlorene Betonabschirmung? Na, im Gegensatz zu den blauen Behältern, die ja wiederverwendet wurden, also wieder zum Abfalllieferanten transportiert wurde, blieben die in der Einlagerungskammer stehen. Ah, okay. Sie waren sozusagen nicht nachnutzbar, verloren. Gut. Ein Bild haben wir, glaube ich, hier noch wie, jawohl, den Taurus haben wir vorhin in der Werkstatt gesehen. Hier sehen wir ihn mal im Einsatz, wie er quasi in die Kammer reinfährt über den Durchhieb 3 und dann die Abfälle dort abliefert. Ich habe noch eine Frage. Ich glaube, das bezog sich auch noch mal auf das Ostfeld. Das war die Frage, wo liegt der Müll? Wo ist der Müll und was liegt da? Also die Frage hast du, glaube ich, weitestgehend mit dem Foto schon beantwortet. Das war ja unter dem Salzgruß die aufgestapelte Fassreihe. Könnt ihr ungefähr sagen, was für Abfälle dort eingelagert wurden im Ostfeld? Ja, also ebenfalls schwach radioaktive Abfälle, wie in der gesamten Grube. Mhm. Also kein Unterschied zum Westfeld. Letztendlich ist das Ostfeld nicht dafür entstanden, höhere Aktivitäten einzulagern oder etwas, sondern letztendlich waren die Kapazitäten des Westfeldes erschöpft. Mhm. Wir haben ja gesehen, den Rest der kleinen Kammer, die da noch offen ist. Und so hat man sich dann eben Anfang der 90er Jahre dazu entschieden, eine weitere Kammer zu nutzen. Das ist jetzt hier die Abbaukammer im Ostfeld, Abbau 2. Was könnte man vielleicht insofern noch sagen, im Westfeld sind 18.000 Kubikmeter Abfälle entgelagert und hier im Ostfeld mit Stand, so wie wir es hier auf dem Foto sehen, etwa 6.000 Kubikmeter. Danke. Ja. Okay. Wir hatten vorhin das Thema Strahlenschutzüberwachung. Und zwar im Bereich Raumluftüberwachung. Das heißt, hier in dieser Kammer waren ja Kollegen tätig, haben dort gearbeitet. Und wir müssen natürlich garantieren, dass jedem Kollegen oder jedem Mitarbeiter, auch jedem Gast, ausreichend Frischluft in guter Qualität zur Verfügung gestellt wird. Das machen wir Bergleute, indem wir bewettern. Aber wir müssen natürlich genauso darauf achten, dass es radiologisch zu keinen Belastungen kommt. Und da gibt es die Raumluftüberwachung. Die ist hier oben angeordnet. An der höchsten Stelle dieser Kammer saugen wir gezielt die Luft ab. Und wir überwachen sie. Das ist wieder euer Port. Richtig. Dort sieht man eben einen Messcontainer und dort drin haben wir die entsprechende Messtechnik, um diese Überwachung durchzuführen. Wie ich schon gesagt habe, dieses Monitoring, was dann direkt in die Warteübertage und auch in die Strahlenschutzwarteuntertage übertragen wird. Ein Staubsammler steht dort, wo eben diese großen Filter bestäubt werden. Außerdem findet dort eine Sammlung von Tritium und C14 statt mit einem sogenannten Waschflaschenverfahren. Also dort wird die Raumluft durchgeleitet und in diesen Flaschen im Wasser bzw. Natronlauge sammelt sich dann das an CO2 oder ans Wasser gebundene Tritium und C14, wird dann im Labor über Tage in der Umgebungsüberwachung ausgewertet. Und wir haben außerdem noch eine Radonüberwachung, also kurzlebige Nuklide werden dort überwacht. Auch als Monitoring. Mhm. Ja. Das haben wir eben hier im Ostfeld, im Südfeld und im Westfeld. Mhm.
Genau. Ja, und da diese Werte, die da ermittelt werden und da aufgezeichnet werden, die laufen also bei euch in der Strahlenschutzwarte auf, aber sie laufen auch zentral über Tage in der zentralen Warte des Betriebes auf, sodass man also jederzeit und sofort erkennen würde, wenn irgendwo irgendwas nicht richtig ist und nicht stimmt. Ja, dann sind wir eigentlich im Groben durch mit unserer Tour. Zumindest das, was wir Ihnen hier so zeigen konnten. Würden wir uns so langsam auf den Rückweg machen. Ich würde noch ein kleines Wort zum UMF sagen. Ja. Weil mir ist da nämlich, manchmal muss man erst ein bisschen über eine Frage nachdenken, bevor man sie beantworten kann. Alles gut. Es gibt einen Unterschied zwischen hochradioaktiven Quellen und hochradioaktiven Abfällen. Da gibt es unterschiedliche Grenzwerte. Und diese hochradioaktiven Quellen sind eben die, die dort eingelagert werden. Die müssen dann aber nicht zwangsweise hochradioaktive Abfälle sein. Okay. Genau. So ist das zu erklären mit den Schwach, dass eigentlich bei uns nur schwach- und mittelradioaktive Abfälle eingelagert sind. Okay. Ich habe an der Stelle auch noch eine Frage nochmal nachgehakt zur vorherigen aus dem Live-Chat. Eine Frage nach den Inhalten in den Fässern. Brennelemente, Flüssigkeiten, Pulver oder was genau? Könnt ihr darauf noch ein bisschen genauer eingehen und erläutern? Also die Fässer kamen vor allen Dingen aus Kernkraftwerken, aber auch aus anderen Anwendern und Produzenten von radioaktiven Nukliden. Und man kann sich so ein Fass eigentlich vorstellen, ja, fast auch wie sein Müll zu Hause. Also dort drinnen kann sich wirklich alles finden. Ist wirklich so. Man kann dort fast alles drinnen finden, was so beim Betrieb eines Kernkraftwerkes anfallen kann. Aber wenn ich jetzt höre, Brennelemente. Nein, sowas nein. Natürlich so, nicht. Den Grund muss man grundsätzlich unterscheiden. Ja. Hochradioaktive Abfälle sind im Wesentlichen die Brennelemente, die in den Kernkraftwerken die Energie erzeugen. Ja, durch Kernspaltung wird Hitze erzeugt, damit wird das Kernkraftwerk betrieben, die entsprechenden Turbinen betrieben. Ja, das sind die hochradioaktiven Abfälle. Für die suchen wir im Moment gerade das Endlager für hochradioaktive Abfälle nochmal in ganz Deutschland. Das wird die nächsten Tage sicherlich spannend für uns, was da auf uns zukommt. Ja, alle anderen Abfälle, insbesondere die schwachradioaktiven Abfälle, das sind im Prinzip die, die mit diesen hochradioaktiven Abfällen in Berührung gekommen sind und damit verunreinigt wurden. Ja, aber sie sind eben, wie gesagt, verunreinigt, da haften Nuklide an und darum kann man sie eben nicht einfach auf die Mülldeponie kippen, sondern man muss sie ordentlich einlagern und das tun wir hier. Genau. Ja. Und wie gefährlich wäre denn an der Stelle der Inhalt der Fässer? Sollten diese Fässer wirklich durchrosten? Also was für einen Schaden könnte man davontragen und wie lange könnte man sich diesem Schaden aussetzen? Also was für eine Halbwertszeit haben die Abfälle? Also das ist unterschiedlich, weil dort sind auch unterschiedliche Nuklide drin. Die bekanntesten sind die Spaltprodukte Cäsium-137, Strontium-90 oder auch das Cobalt-60, was ein Aktivierungsprodukt ist. Also wenn Eisen mit Neutronen bestrahlt wird, was im Kernkraftwerk passiert, dort werden ja Neutronen gebildet. das sind relativ kurzlebige, also die haben so um die 10 bis 30 Jahre Halbwertszeit. Allerdings, um die Frage zu beantworten mit den durchrustenden Fässern. Also Fässer findet man ja vor allen Dingen nur noch in Zwischenlagern oder bei den Leuten, die die Abfälle jetzt zurzeit sammeln. Und dort werden die Fässer kontrolliert. Und sollte dort festgestellt werden, oh, hier fängt eins an zu rosten, wird das rausgenommen und wieder in ein entweder umgefüllt in ein wieder intaktes Fass oder eben in eine
irgendwo eingestellt, in ein größeres Fass oder so, eben so, dass das nicht passiert, dass diese Abfälle nicht austreten. Ja. Aber das ist ja die Schiene des Abfalllieferanten. Genau. Ich vermute, das bezog sich jetzt auf unser Bild hier. Was passiert, wenn hier in dem Fassstapel die Fässer verrosten? Mhm. So vermute ich mal die Frage. Ja. Gut, die sind ja jetzt abgedeckt. Das ist derselbe Punkt wie im Südfeld. Das Fass, was hier steht, war ein reines Transportmedium. Wie gesagt, das wäre nicht schön. Mhm. Abgesehen davon rosten die bei uns tatsächlich nicht, weil bei uns ein Medium fehlt, das ist nämlich Feuchtigkeit, was die Fässer so leicht zum Rosten bringen könnte. Mhm. Das haben wir in der Grube nicht, wir haben eine sehr trockene Grube. Aber selbst wenn das so wäre, wäre es zwar nicht schön, aber für die Langzeitsicherheit müssen wir andere Vorsorge treffen. Nämlich die natürliche Geologie ist eigentlich unser größter Schutz. Da möchte ich aber nicht vorgreifen, da haben wir ja noch einen dritten Livestream. Ich glaube, das ist dann dein Part. Das ist richtig, das kommt noch. Wie wollen wir diese Abfälle sicher, langzeitsicher hier unten verwahren? Denn es ist ein Endlager und soll ein Endlager bleiben. Da kommen wir praktisch in unserer nächsten Runde dazu. Vertrösten wir den Frager lieber mal. Gut, bewegen wir uns mal zurück. Und fahren wieder aus nach Übertage. Wir lernen ja auch noch, hier mit unserem Livestream umzugehen. Ja, im Zuge dieser ersten Veranstaltung ist uns leider aufgefallen, es fehlt ein Schritt hier zwischen. Es wäre nämlich sehr schön, wenn wir noch mal zeigen könnten, wie wir den Kontrollbereich über die Personenschleuse verlassen. Ja, mit den ganzen Prozeduren, dass wir uns also komplett ausmessen lassen. Ja, und die Dosimeter wieder abgeben, dass die ausgewertet werden. Ich sag mal so, haben wir noch Verbesserungspotenzial, würden wir wahrscheinlich hier noch einen Punkt einfügen. Und so bleibt uns nur eins, wir springen wieder zu unserer Drohne in die Luft. Geht ein bisschen ruppig jetzt. Aber und ich möchte natürlich eins nicht versäumen und möchte gerne noch ein bisschen Werbung hier für unser Haus machen. Unsere Befahrungen mit Besuchern sind ja zurzeit ausgesetzt aufgrund der aktuellen Entwicklung. Aber wenn wir Besucher haben, dann beginnen die hier bei uns im Infohaus und sie enden da auch wieder nach der Grubenfahrt. Das Infohaus ist also hier direkt in der Ortslage Morsheim gelegen. Und wenn wir da nochmal reingehen, dann sind wir hier im Foyer. Das Bild, ja, das kennen Sie, wir stehen im Moment nicht, gerade live da. Hier waren wir auch beim letzten Mal noch kurz drin. Das ist nämlich die historische Ausstellung. Da geht es im Wesentlichen um die Geschichte. Und wenn wir uns noch mal drehen, dann sind wir hier in der aktuellen Ausstellung. Und darum wollte ich auch gerne hier noch mal her. Hier haben wir also das Grubenmodell komplett. Hier haben wir die Modelle der Einlagerung. Wo sind die Einlagerungsbereiche gelegen? Das kriegen wir leider mit der Live-Tour auch nicht ganz so gut rübergebracht. Und was haben wir hier noch? Wir haben hier ein Fass. Das trifft genau die Frage von eben. Was ist da eigentlich alles drin? Ich blende mal da drauf. Ja. Es sind wirklich Reststoffe. Reststoffe, die eigentlich keinen materiellen Wert mehr beinhalten, ja, sodass sich das lohnen würde, die zu recyceln oder aufzuarbeiten, sondern Reststoffe, die eigentlich vom Wert her nur noch an der Entlagerung zugeführt werden können. Das können Stäube sein, Filtermaterialien, aber auch Armaturen, die defekt sind oder ähnliches, selbst bis hin zu Arbeitssachen oder ähnliches. Da möchte ich gerade noch ein letztes Mal einhaken zu der Frage mit den Abfällen, was in den Fässern sein könnte. Wir haben ja vorhin auch schon gesehen, dass flüssige Abfälle verfestigt werden können. Das heißt, es sind auch vielleicht Restfeuchten in den Fässern. Kann es denn sein, dass dadurch das Fass von innen rostet? Also wenn wir jetzt mal an unsere eigene Konditionierungsanlage rangehen, dann ist natürlich die Rezeptur, die wir da verwenden, also sehr ausgeklügelt. Das Fass wird ja befüllt mit einer ganz definierten Menge Flüssigkeit. Das wird verrührt. Das härtet dann aus und es soll so aushärten, dass natürlich keine Restflüssigkeit da ist. Mhm. Und jeder, der sich ein bisschen mit Baustoffen beschäftigt, weiß, nach 28 Tagen ist Beton endgültig ausgehärtet und so lange lassen wir die auch noch stehen, dass sie also auch wirklich noch austrocknen könnten, bevor sie dann wirklich in das Westfeld kommen. Gut, wir nähern uns so langsam dem Ende unserer Tour.
Beim letzten Mal habe ich Ihnen kurz erklärt, wie Sie diese Tour auch selber nachvollziehen können. Wir waren vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen schnell. Sie haben auch viele I-Punkte gesehen, die wir gar nicht angeklickt haben. Da sind überall noch zusätzliche Informationen hinterlegt, die man alle selber erkunden kann. Und ich lade Sie ein, gucken Sie einfach zu Hause am Laptop oder wo auch immer und verfolgen Sie diese Live-Tour selber mal nach. Und ich springe noch mal an den Anfang und würde Ihnen jetzt noch mal zeigen, wie Sie da hinkommen. Ja. Sie finden uns auf der Internetseite www.einblicke.de, eine Seite der BGE, und hier unter dem Reiter Moorsleben einfach anklicken, wir sind nun schon drauf. Brauchen Sie einfach nur nach unten scrollen und dann taucht hier unsere virtuelle Tour schon auf. Und wenn Sie jetzt einfach hier mit der Maus draufgehen, anklicken, nee, wir sind schon da, hier noch den Vollbildschirm einschalten, dann haben Sie genau das, was Sie heute bei uns gesehen haben. Und dann können Sie selber einfach durch die Grube spazieren, wie Sie Lust und Laune haben. Gut, ich denke, für heute sind wir soweit durch. Oder haben wir noch Fragen? Aktuell sind keine Fragen mehr da, die ich noch stellen könnte. Falls Sie im Nachgang noch Fragen haben, wenn Sie diesen Rundgang anschauen, dann möchte ich Sie gerne noch mal einladen, dass Sie uns auch per Mail oder telefonisch kontaktieren können. Wir sind natürlich auch sehr gerne bereit, im Nachgang Ihre Fragen noch zu beantworten. Und ansonsten würde ich mich an dieser Stelle noch sehr gerne herzlich bedanken bei Kerstin Fiola für ihre Zeit und für die Erklärungen, die sie uns gegeben hat zum Thema Strahlenschutz und natürlich auch bei Thorsten Kniep für die Führung durch den Livestream. Und auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihre Beteiligung. Denn gerade bei einem Livestream lebt ja die Veranstaltung durch Ihre Beteiligung und durch die Fragen, die Sie gestellt haben. Und damit würde ich Sie auch sehr gerne herzlich einladen wollen zu unserem nächsten Termin, den wir haben. Das ist im Rahmen der Salzigen Tour dann der letzte Livestream-Rundgang, den wir anbieten können. Dieser findet statt am 17. September. Wieder ab 17.30 Uhr auf unserem YouTube-Channel. Und das Thema wird dann lauten, die Stilllegung des Endlagers Moorsleben, womit wir dann eine Brücke schlagen in die heutige Gegenwart und zu den Aufgaben, mit denen wir uns aktuell beschäftigen. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, ob noch eine Frage reinkam. Ja, gut, da würde ich noch einmal kurz zurückgeben an Frau Fiola, das ist die letzte Frage, die gerade noch kurz reinkam. Thorsten, du hast uns das aufgeschnittene Fass gezeigt in unserer Ausstellung. Das ist natürlich nur ein Beispielfass, das Sie da sehen können. Nichtsdestotrotz kam an der Stelle die Frage, was sieht man denn da? Das ist die letzte Frage für heute. Das ist eine gute Frage. Also es sind mehrere Schichten. Ja, es sind mehrere Schichten. Also ich würde sagen, die untere Schicht sind verpresste Metalle, denn um Einlagerungshohlraum so gut wie möglich zu nutzen, werden Abfälle auch verpresst. Sieht aus wie ein bisschen Beton, was eingebracht wurde. Jo. Vielleicht auch, um flüssige radioaktive Abfälle schon vor Ort ein bisschen zu verfestigen. Auch das machen Abfallerzeuger. Hier oben Filtermaterialien, würde ich sagen, ja. Gepresste. Also gepresst deshalb, man muss natürlich wissen, der Abfalllieferant bezahlt den Abfall, den er produziert, nach Kubikmeter. Also nicht nach Inventar und Nukliden, sondern die Kubikmeter. Wie groß ist die Masse, Menge, Volumen, so? danach wird abgerechnet. Mhm. Ja, und da hat man natürlich relativ frühzeitig begonnen und hat versucht, das zu konditionieren, das heißt, das Volumen zu verringern. Hm. Und das macht ja in jedem Fall Sinn. Ja. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, kommen Sie her, schauen Sie sich das sofort an. Das haben wir vielleicht vergessen, unsere Öffnungszeiten des Infohauses, so manche. Ja, vor Ort in der Infostelle Moorsleben können Sie uns auch natürlich besuchen. Am besten erkundigen Sie sich auf unserer Website www.bge.de.
www.mooresleben.de unter Mooresleben, Infostelle Mooresleben nach den Öffnungszeiten. Die haben wir ja aufgrund der aktuellen Situation etwas angepasst, aktualisieren diese aber auch, sobald sich an der Situation etwas ändert. Wenn Sie möchten, können Sie uns aber auch da telefonisch kontaktieren und einen Besuchstermin vereinbaren. Ansonsten würde ich sagen, Thorsten, hast du gerade ein ganz wunderbares Schlusswort gegeben. Und damit würde ich mich dann bei Ihnen in den Abend verabschieden.